Ja? Lass uns fahren. Lese ich das richtig, dass der Doge befohlen hat, alle Gefangenen im Palastgefängnis zu töten? Und auch noch ohne Verhandlung? Ja, so lauten seine Befehle. Die Hinrichtungen sollen in wenigen Tagen stattfinden. Die Notiz besagt, wir brauchen Platz. Tja, wir haben unsere Übereinkunft mit ihm. Genau. Wir werden nicht dazwischen gehen. Solange er uns so gut bezahlt. Und denkt nur an unsere schönen Ländereien. Und der Wein. Also, wir gehen damit um wie immer. Drei dafür, drei dagegen. Und der Doge wird entscheiden. Ist noch Wein da? Natürlich, mein Freund. Was gibt es Neues? Ich habe mehr über den Rat herausgefunden. Sag es mir. Der Rat hat keine Autorität mehr. Was? Keine Autorität? Wie kann das möglich sein? Sie stimmen immer 3 zu 3 und dann hat der Doge die Entscheidung.
Ja, bei einem Gleichstand muss der Doge entscheiden. Das ist eine alte Regel. So brechen sie also die Regel. Diese verdammten Seelen. Wenn ich meine toten Finger um ihren Hals legen könnte, würde ich einen nach dem anderen erwürgen. Oh, mein Zorn zerreißt mich schier. Ich werde das ändern, aber ich brauche deine Hilfe. Hilfe? Wie könnte ein alter, wütender Geist helfen? Meine Zeit in deiner Welt ist schon lange vorüber. Ich bin nur noch ein Schatten, der durch alte Gemäuer streicht. Ich kann ihnen nicht mehr gegenübertreten, um sie wegen ihrer Sünden anzuklagen, sie anzubrüllen, damit sie sehen, wie ruhmreich die alten Zeiten waren. Das kann ich nicht mehr, denn ich bin in der Welt der Schatten gefangen. Am dunkelsten Ort, der einmal ein leuchtender Stern in einer freien Welt war. Ich habe die Macht, dich in die Welt der Lebenden zu holen. Du bist wirklich etwas Besonderes. Nun denn, so sei es. Ich werde noch einmal zu der Halle des Rates gehen. Wenn du meine Anwesenheit brauchst, beschwöre mich. Noch eine schwere Entscheidung. Oh, ein Bürger. Wir haben keine Zeit, mit Bürgern zu reden. Richtig. Es ist neue... Auf Wiedersehen. Meine Seele brennt. Beschwöre mich jetzt. Ich beschwöre dich nun. Was war das für ein Geräusch? Ihr nutzlosen, dreckigen, kleinen Kreaturen! Was ist das? Ihr falsches Gewürm! Ihr Blutsauger im Dienste eines gierigen Toten! Oh nein! Es ist der Teufel! Er wird uns alle mitnehmen! Wir werden für unsere Sünden bezahlen! Was glaubt ihr eigentlich, was ihr getan habt? Wie konntet ihr es nur zu alledem kommen lassen? Wie konntet ihr es geschehen lassen, dass die